Yes, willkommen zu 030 Comedy. Ich bin Daniel Luis. Ich werde euch durch die Show lotsen. Wo sind unsere Single Ladies? Machen wir was ganz Einfaches. 1, 2, 3. Er ist immer so, die Single Ladies setzen sich in die erste Reihe. Das, wie auf dem Bazar, Mann. Wie krass ist das denn, Mann? Sehr gut, wir haben schon mal Bachelorette, nennt man das, glaube ich. Genau, steht mal erste Reihe komplett auf dritter Spann, damit ihr sehen, was wir haben. 1, 2, 3, hörst du, wie das hier aufsteht. Mach Applaus. Man merkt, die Singles, die am nötigsten haben, sind wirklich aufgestanden. Die anderen sagen, oh, ich bin ja seit 10 Tagen, mir ist egal, aber die waren so, ja. Hat nur so ein Nummernschild gefehlt hier, ja, Nummer 10, ja, kennt ihr sich, mein. Sehr gut, machen wir den Gegenvergleich, wo sind unsere Bachelor-Jungs? Wo sind unsere Bachelor-Jungs? Machen wir was ganz Einfaches. Au, 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 1, 2, 3. Au, au, au. Bro, wir brauchen euch ab dritter Reihe, wir brauchen euch nicht mehr. Ihr könnt gehen, Mann, wir können hier zumachen und Licht ausmachen und es wird romantisch, Mann. Sehr geil, wie geil ist das denn? Aber du hast als Bachelor eine Bachelorette mitgebracht, das Date? Nein. Was ist traurige Geschichte? Er sagt nein, eine Träne kommt runter. Was, was ist los? Was, wir haben Schwester? Nee, wir sind beste Freunde. Oh. Warte mal, also ich muss chronologisch vorgehen. Erstmal, ihr habt das also gezeigt, was ich gedacht habe. Aber er war krass. Ich habe noch nie, sonst, diese Leute sind immer unsicher. Er war so, wir sind beste Freunde! Bro, das ist der erste, zweite Tag Friendzone. Der glaubt noch voll krass daran. So, also, nein, nein. Das muss so krass frisch Friendzone sein. Nein. Nein, nein, nein. Nee, wie lange seid ihr Friendzone? Schon immer. Schon immer? Ja. Ach, er ist Rekordhalter. Also, oder gibt es wirklich einen, der wirklich Freund ist? Und du bist der Einzige, so, der macht den Männern den Traum kaputt wegen dir. Also, nee, sag mal, wie lange kennt ihr euch schon? Ja, sehr lange. Ja. Sehr, sehr lange, erst 14 Jahre, der sagt, sehr lange, das ist richtig lange her. Wie lange? Erst so lange, ihr erinnert euch nicht, so krass, wo Dinosaurier noch gelebt haben, oder was? 5 Jahre. Boah, ist richtig lang, 5 Jahre, wow. Das sind schon Freundschaften. Hat er nie einen Angriff gemacht? Was? Hat er? Nee. Noch nicht mal so ein bisschen, nein, versucht, nein, gar nicht. So beim Filmabend zu kuscheln oder so? Nee. Gar nicht? Oder den hier? Oh, nee, auch nicht? Nee, auch nicht den. Nicht? Oder so Penis rausgeholt einfach? Nee. So. Das liegt an mir, ich mache immer hier so, okay, Bro. Guck mal, was ich so gemeint, sie sagt, nee, das liegt an mir, weil ich mache immer hier das, okay, nein, Bro. Nein, aber, nein, okay, nein, nein, er auch. Er auch? Ja, was ja. Soll er machen? Denkst du, der hat eine Wahl? Alter? Ja, ja. Sie sagt, okay, Bro, er macht mit, er sagt auch, okay, Bro. Ja. Nochmal, der würde alles machen, um dich ins Bett zu kriegen. Nein, das ist, nein. Das heißt Friendzone. Nein, nein. Guck mal, siehst du, nur du sagst nein. Also. Sie hat 16 Mal nein gesagt, einfach ruhig. Sie sagt so, nein, 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 niemals. Er, nein, nein, nein. Und der war so. Wie geil ist das denn? So kennt, aber hat sie mal einen Angriff bei dir gemacht? Die Freundschaft ist einfach zu wichtig bei uns beiden. Guck mal, wie oft er das wiederholen will. Digga, du machst Wikipedia-Eintrag vom Friendzone. Also. Die Freundschaft von uns beiden ist wichtiger als irgendwelche sexuellen Fantasien. Die behalte ich nämlich für mich. Er arbeitet sogar bei uns. Also bei er arbeitet bei uns? Bei uns? Wo arbeitet ihr? Wir arbeiten alle zusammen. Also. Wer ist denn alle? Wer denn also wir? Sie. Alle, ach, du gehörst dazu? Ja. Ich würde sagen, 5. Rad, aber ist ja nicht. Das ist einfach ein Rad. Nee, aber wo arbeitet ihr zusammen? Also. Ich bin der unbezahlte Praktiker. Also, ich bin die stellvertretende Chefin. Stellvertretende Chefin? Sie ist unsere Angestellte und er ist unser unbezahlter Praktikant. Ich bin die stellvertretende Chefin, das ist unsere Mitarbeiterin und er ist unbezahlter Praktikant. Aber ich habe einen Job, ich bin nicht arbeitslos. Aber ich habe einen Job und ich bin nicht arbeitslos. Bro, die Rangliste geht Arbeit, arbeitslos, unbezahltes Praktikum. Das ist die Reihenfolge, Mann. Das ist ja krass, Mann. Aber glaub mir, wenn du einen Job haben willst, nein, du wirst aus der Friendzone rauskommen, Alter. Du wirst es schaffen. Ich hab einen Job. Wie oft willst du es wiederholen? Alter? Ich liebe ihn, Alter. Wie oft er immer alles so sicher. Das sind die Leute, die sind sich so unsicher. Alter. Freunde, für immer Freunde. Wir wollen das nicht trennen. Ich habe einen Job. Ich habe keiner mehr gefragt. Ich habe einen Job. Also, ich habe einen Job. Das ist wichtig. Du hast keinen Job. Einen guten Job. Und du hast keine Freundin, mein Freund. Alter. Und auf seinem T-Shirt steht ich und ein Herz. Er liebt sich selber. Ich
flipp aus. Und aufstehen, umdrehen. Für den komischen Spruch des Tages, Alter. Hab ich ihn geschenkt. Ich flipp aus. Man muss die Chips, man muss wissen, dass ein Flip ist. Ich flipp aus. Dicker, nicht mal Humor hast du, Mann, Alter. Was machen wir? Bro, ich hab noch nie so einen schwer vermittelbaren Single wie dich, Mann. Das hab ich noch nie gesehen. Deswegen geh ich zum Lachen in den Keller. Deshalb geht er zum Lachen in den Keller. 1-0 für dich, Arschloch. Oh, 1-1. Oh, 1-1. Aber sie meinte, sie hat ihm das T-Shirt gekauft. Warum machst du das? Das ist Folter, Mann, der arme Junge. Aber was ist denn mit dir los? Du hast ja auch irgendwas wie einen Job. Also was ist da los? Also hat er mal bei dir Angriff gemacht? Nein, natürlich nicht. Auch nicht? Auch nicht? Hast du ihm mal irgendwas gekauft? Unterhose oder so? Nein. Nein, gar nicht. Wie heißt du eigentlich? Marie. Marie, sehr schön. Wer heißt du? Bitte nicht. Bitte nicht heißt du? Das war voll hart. Bitte mit Vornamen und nicht mit Nachnamen. Kann ja sein, irgendwie Schweden oder so. Bitte nicht. Tanava. Tanara? Tanava. Sie kann selber nicht aussprechen. Also, okay, jetzt habe ich verstanden, bitte nicht. Warum? Was hast du für Wurzeln? Was ist das? Bist du von Pandora? Sie wusste das. Was sagst du? Sie wusste, dass die Frage kommt. Sie wusste, dass die Frage kommt? Und sie hat trotzdem geantwortet. Also, aus dem Japanisch-Amerikanischen. Japanisch-Amerikanisch? Ja. Ach, deshalb dieser Zopf. Und diese... Ach, du bist angezogen wie diese Anime. Wie heißt denn diese sexuelle Version von Anime? Gospel? Was willst du? Digga, geh mal in die Kirche, Alter. Wie heißt das? Was für ein Gospel, Mann? Hentai. Ah, du bist ja schon mal aufgestanden, Frau Hentai, Mann. Wie krass ist das denn? Japanisch, also ich finde es rassistisch sein, aber man sieht bei dir nur den Amerikaner. Also, das ist krass, Mann. Mach Applaus für diese komische Truppe hier, Alter. Ah, sehr, sehr gut. Wen haben wir noch hier vorne? Ja, ihr guckt euch gegenseitig an. Sehr gut. Was ist hier los? Ihr seid irgendwie verwandt, 100%. Sie will den ganzen Abend angesprochen, aber so funktioniert das heute nicht. Also, nicht wer will. Ich will die, die nicht angesprochen werden. Du gehst auch dazu? Ja, also bis dahin? Ich bin allein. Sie haben sie in Schwarzköpfe hier? Okay, verstehe. Deutschland, Ausländer. Seid ihr alle verwandt oder sowas? Ja. Wirklich? Ich wusste sofort. Ich bin Profiler, Mann. Ich bin krass, Mann. Warte, aber in welcher Hinsicht verwandt? Vater, Mann. Was? Vater und? Ja, Vater, Mann. Rate mal. Geschwister. Fast. Brüder. Ey, man weiß nicht, ist Berlin, wie willst du angesprochen werden? Du wolltest doch angesprochen werden. Wie willst du angesprochen werden? Ich will nicht, auf einmal bitte nicht. Heißt auch bitte nicht. Wie krass ist das denn, Mann, Alter? Ja, aber wer ist Geschwister hier? Also das sind Schwestern und ich bin die Cousine. Und sie ist gar nicht? Ich gehöre nicht dazu. Ach, du gehörst gar nicht dazu. Ah, okay. Aber was habt ihr so für Background, so Wurzeln, irgendwas sowas? Palästinensisch. Sie macht Palästinensisch. Lukas, ich hab erraten, dass ihr Geschwister seid, aber so gut bin ich auch nicht, Mann, Alter. Entschuldigung, okay, ich merke so eine Grundaggression, wo ich meinte, reise nach Jerusalem, ja, Palästinensisch. Ich weiß nicht, stimmt was nicht. Sehr gut. Aber ich mache keinen weiteren Spaß, weil ihr habt bestimmt auch Brüder. Alles gut? Na, wie viel habt ihr? Drei. Ey, ich mache Spaß, das ist Comedy. Guck, Comedy. Das ist eine Comedy-Show. Ich mache schon Applaus für die Palästinenserin, Mann. Sehr gut. Die Zeit fliegt, Alter. Ich muss noch ganz kurz nochmal. Hier die zwei, komm. Was ist hier los, Börsch? Was ist los? Ach so, okay, ich muss raus. Nochmal Applaus für euch selber, tut mir leid, ich habe ein Signal gekriegt. Ich muss raus. Und zwar kannst du einmal Licht aufmachen, Nico. Sehr gut. Haben wir Verluste zu verzeichnen? Haben wir Verluste? Saß da jemand? Ja. Wo ist der? Weg. Scheiß auf ihn. Scheiß auf ihn. Sehr gut. Wow. Sehr gut. Ihr seid noch alle da. Sehr gut. Einer ist da. Mal sehen. Guck mal, er hat direkt sich auf beide Plätze gesetzt. Ach so, er soll sich zwischen euch setzen? Opfer, sagt sie. Ich habe noch nie so einen Allmann-Frau gesehen. Opfer. Ist schlimm, ich sag's dir. Was ist schlimm, ich sag's dir? Sie ist absoluter Allmann. Sie ist absoluter Allmann. Sie macht Steuererklärung für alle, war umsonst. Ganzes Haus komplett. Ganz Haus wirklich? Du, ich hoffe, es ist deine Freundin, also. Ja, ist sie, ja. Ja, ist sie. Ich spüre da irgendwie so eine Tendenz in deiner Stimme. Also so, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre? Und bereust du schon? Oder? Schon?
Schon? Nein, aber was machst du denn beruflich? Machst du auch Steuern? Oder? Nee, ich bin nicht Student. Was studierst du? Soziale Arbeit. Ach, da kennen wir uns. Okay, was machst du? Rohrleitungsbau? Genau. Du verlegst Rohre? Ey, bevor er den Joke macht, muss ich den machen. Das ist ja klar. Er verlegt Rohre und sie sozialisiert sich um die Rohre. Dass sie auch sozial verteilt werden überall. Ja? Reden wir, wovon reden wir noch eigentlich hier? Sehr gut, sehr gut. Welche Plattform habt ihr angeswiped damals? Oh nee. So schlimm? YouPorn oder was heißt das? In den Kommentaren kennengelernt. Oder? Also ich schreibe dich an, weil du bist die einzige Frau in den Kommentaren. Und anscheinend gefällt dir das Video auch. Das sind auch meine Vorlieben, weil ich verlege Rohre. Schön Rohrreinigungsformat. Nee, welche Plattform? Du machst so spannend, so schön. Er war mein Nachbar. Er war dein Nachbar. Und mein Hundesitter. Jetzt ist er nicht mehr dein Nachbar. Nein. Er war dein Hundesitter? Ja, und dann irgendwann mal mein Babysitter und jetzt mein Freund. Ich habe noch nie so einen krassen Lebenslauf gehört in meinem Leben, Alter. Das nennt man Hochschlafen, Alter. Von Nachbar zu Hundesitter, zu Babysitter, zu Sex, Alter. Sex for free. Wie krass, das ist eine Karriereleiter, Mann, Alter. Das kannst du in deinem Bewerbungsschein für Rohrverlegerfirma, Alter. Alter, du hast bestimmt einen geilen Pornonamen, Alter. Wie krass ist das, Rohr-Erich oder so, Alter. Sehr geil, wie krass ist das denn, Mann? Also du hast erstmal getestet, war so erstmal ein guter Nachbar so, dann auf Hund hat er gut aufgepasst, auf Baby gut aufgepasst, dann kann er auch auf meine Punani. Sehr geil, aber krass, du hast also Kinder aus erster Beziehung? Ja. Wie viele? Zwei. Und versteht er sich gut mit denen? Nein. Ich liebe diese Themen so, wenn ich so Wunden aufmache. Casting-Schule. Glaub mir, im Leid steckt viel Comedy. Ah, wer war denn letzte Woche bei Castingstuhl dabei? Mal Applaus. Ich erkläre kurz, das ist der Casting-Hocker, nicht Casting-Couch wie bei YouPorn, sondern der Casting-Hocker. So. Hier, das ist unser Casting-Hocker, hier nehmen wir auf und zwar funktioniert der Hocker aber so. Scheiße, nicht mal ihr versteht das von letztem. Jemand hat letztes Mal reingerufen, da passen ja vier Frauen drauf. Also, auch vier Männer, also nichts gegen Frauen, sehr gut. Wie bist du darauf gekommen? Casting-Hocker. Warum bist du stehen geblieben? Achso, Hund hochgearbeitet, was? Nächste. Achso, er versteht sich mit deinen Kindern, was ist da los? Also doch, doch, mit den Hunden hat er sich besser verstanden. Also den Hund liebt er ab, schon mit den Kindern, das muss er auch bei den Kindern so, wenn die hingekackt haben, mit so einer Tüte, so das so aufheben und dann wegwerfen. Musstest du das machen eigentlich? Na, wenn die Hunde draußen hinkacken, musst du so in dieser Tüte so holen? Ja. Schon? Ja. Ich filme immer diese Leute. Ich filme immer, ich guck so, wie die reagieren. Manche ist so unangenehm und so. Manche sagen, was machst du da? Ich filme mal für YouPorn, also. Für Casting-Hocker, also. Siehst du, das war wieder, das war unsere letzte Woche der Running Gag, der Casting-Hocker, Mann. Wir sind nur deshalb wiedergekommen. Wir wollten den mal ausprobieren, Alter, das Ding jetzt. Das ist sehr gut, okay, und wollt ihr auch zusammen Kinder haben? Boah, Digga. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Also, sie wurde wirklich zum Deutschen. Nein! Zwei reichen und die verstehen sich nicht mal. Okay, sehr gut. Wie alt sind die? 9 und 10. Gutes Alter. Nee. Ich habe keine Ahnung, gutes Alter. Nein, auf gar keinen Fall. Applaus für dieses komische Pärchen, Mann. Sehr gut. Ich habe immer noch Angst, dass eure Brüder draußen noch nicht warten. Alter. Ich werde als Letzter hier raus. Ich werde hier übernachten. Sehr gut. Was ich immer suche, was interessant für mich ist, so interessante Jobs oder Hobbys. So parat mal Nachbarn, weil die trauen sich immer meistens nicht. Also Hundesitter ist schon krass. Ich guck mal, wer wen anguckt. So. Bei ihr habe ich Angst. Was machst du? Nein, warum immer ich? Alle deine Freunde zeigen immer auf dich, Mann. Irgendwas musst du haben. Was machst du? Stellvertretende Pflegedienstleitung. Ja. Mal Applaus für diesen guten Job. Aber interessant ist er nicht. Also. Nee, hast du eine lustige Geschichte von Arbeit? Hast du eine lustige Geschichte? Bestimmt. Bro, du bist ihr Sprachrohr. Wieso Feinde, wenn man Freunde.
Sie kommt selber aus dem Bereich. Hast du eine lustige Geschichte? Bestimmt. Willst du die verheimlichen oder willst du... So viele, mir fällt die spontan nicht ein. Eine lustige Geschichte. Egal, wer kann das toppen? Wer hat was Interessantes, ein Hobby? Ja, oh, Digga, das liebe ich, Mann. Ja, gleich so hier. Ich bin doch Dicker. Bro, Digga, krass, Mann. Wie war letztens einer, der hat erzählt, der ist runtergefallen. Das warst du. Du hast erzählt, wie der runtergefallen ist zwischen der Wand und dem Dings. Zwischen Wand und Gerüst, der ist immer so gefallen. Achterberg, Und das Krasse ist, die meinten, der ist dann einfach angekommen und war so. Nichts passiert. Das ist der krasser Sturz, Mann. Und warte mal, und warst du letztes Mal auch da? Warst du der da runtergefallen ist? Das war eine Frau. Ich bin auch runtergefallen. Das war eine Frau. Ich bin auch runtergefallen. Ich glaube, so am Anfang, so, die lassen jeden erst mal runterfallen, um die Dummen zu trennen von denen, die das wirklich können, diesen Job, Alter. Das ist ein krasser Job eigentlich. So, da sieht man gleich, wer gut und wer schlecht ist. Oder? Die Schlechten sind unten. Sehr gut. Krass, wie hoch bist du gefallen? Mann, bist du richtig Rekord, Alter? Ich habe mich an Zwischenräumen, also an dem Geländer, hab ich meinen Arsch aufgerissen. Du hast deinen Arsch aufgerissen? Der Kraft, ich mach das wieder da, Alter. Du hältst dich drauf, danach ist wieder dein Arsch wieder ganz, Alter. Krass, aber wie hast du deinen Arsch, das hältst du so lustig an, Mann. Und mit deiner bestimmten Story, Alter. Das war dann, guck mal, jetzt so erzähl mal Geschichten, Mann. Arsch aufgerissen. War es dein Chef oder war wirklich das Gerüst, Alter? Wie bist du gefallen? Also, wie würdest du das vorstellen? Also, warst du unaufmerksam oder hat dich jemand geschubst? Das Problem ist, diese Gerüstbauer waren ziemlich unfähig anscheinend. Und da war halt so, die waren schuld, okay. Da war halt ein großer Abstand zwischen den Bohlen und dann bin ich dann mit meinem Leben. Zwischen wem? Zwischen den Bohlen. Wer ist ein Bohlen? Das sind, da darauf läufst du. Ach, das Gerüst und das Holzding und dazwischen also, zwischen Wand und Dings. Also das gleiche. Ja, nicht mal zwischen Wand, sondern zwischen dem Holz und dem anderen Holz. Zwischen Holz und war kein Holz. Also, war ein bisschen Holz gefehlt, Alter. Wovon reden wir wieder, Alter? Sehr gut, ey. Passt ja der Hocker eigentlich. Du hast das Holz. Du hast das Holz. Vielleicht war das fehlende Holz in der Mitte. Erzähl mal, und dann? Ich bin mit dem Fuß halt ein bisschen so abgestürzt, ich auch komplett, und dann habe ich mich halt hinten an so einem kleinen Haken. Ist an kleinen Haken bist du hängen geblieben? Genau, Treffer, Haken. Bist du hängen und so, also ist tief reingegangen? Also wie tief, wenn du zeigen musst? Also der Haken, also wie tief? Hast du denn mal versucht rein und raus zu gehen? Scheiße, Steckfeste. Und dann ging es mir wieder gut. Wird pervers, zweite Hälfte, was ist los mit euch? Ja gut, ihr seid wegen mir gekommen. Also. Sehr gut, wo ist der Haken reingegangen? Ja, der ist gar nicht reingegangen, zum Glück. Zum Glück, also was passiert? Also du hast nur so kleine Schramme so und... Ja. Und da erzählst du diese krasse Story, Alter. Eigentlich ist gar nichts passiert, also. Nee, ich brauche nicht mal ein Pflaster, Mann. Wie krass ist das denn? Und das war schon, hat Aua gemacht. Also. Ich brauche kein Pflaster, aber eine neue Hose? Krass. Muss der Arbeitgeber bezahlen? Jo. Wirklich? Krass, er hat von Arbeitgeber eine neue Hose gekriegt. Also. Wo ist denn der? Ich werde da oben auf die Baustelle rumlaufen. Ich brauche auch ein bisschen ein paar neue Kleidungsstücke. Wie bitte? Tempelhof, er sagt wirklich. Der Ausländer kommt, Alter. Also, nächstes Mal, ich komme wirklich mit Blaumann. So, ja. Kennt ihr diese? Ich weiß, ich bin Profiler. Es wäre wirklich lustig, ich komme dann wie diese älteren Deutschen, die man sich vor eine Baustelle stellen. So. Welche Schraubenzieher hat er benutzt? Er hat den Sechser benutzt. Moment, ich kann abhelfen. So, er hat den Koffer dabei. Ich werde auch so sein, Alter. Mit so einem gelben Helm. Daniel, der Baumeister. Wie geil ist das denn? Aber was habt ihr gebaut? Also was baut ihr gerade? Gerade haben wir viele Flachdächer. Also Flach? Mit Pappe und allem. Mit was? Mit Dachpappe. Dachpappe aus Pappe macht ihr? Wie Trabis früher? Ich bereue, dass ich gefragt habe. Interessiert mich nicht wirklich. Aber erst nach der Antwort hat mich interessiert. Gell? Ich habe irgendwas gedacht, das war Spannendes irgendwie. Alter. Irgendwas geröllt, Alter. Applaus für diesen komischen Dachdecker. Warte, stopp. Seid ihr ein Pärchen? Nein. Nein. Aber was verbindet euch außer Dächer? Firma. Sex. Also, ihr arbeitet für die gleiche Firma? Ah, okay, aber du bist auf anderen Baustellen und du andere oder gleiche? Gleich. Unterschiedlich. Das sind sehr große
Nee, ihr versteckt euch im Widersprüche, nein, alles leider. Vor Gericht hättet ihr keinen Tag aus. Geil, Mann, ich hab hier noch zwei Kanackenfreunde, Mann, weil wie sieht's euch aus? Ich darf sagen, Alter, komm, der Deutsche, ho, ho, ho. Wow, er hat das K-Wort gesagt. Das darf man nicht sagen. Das haben wir gelernt, ich würde es gerne mal sagen. Komm, ja. Kaffeefahrt, ja. Wie geil, ho. Ich darf, Bro, keine Sorge, Alter. Du würdest gerne sagen, sehr ehrlich. Ja. Nazi! Okay, wo war ich denn geschickt? Achso, wegen euch, Alter. Guck mal. Freunde von Nico. Der Freunde von Nico, ja, cool. Welcher Nico? Der Freund von Hüsi. Der auf der Bühne war? Das ist Hüsi. Das ist, okay. Die Story. Danke für die Informationen. Aber ist nicht da. Ich war nicht auf der Bühne, Alter. Also. Ich bin noch runtergegangen. Ja, Streit, guck mal, was ist hier passiert? Nein, Erkenntnis. Ja. Erkenntnis, wo kommt das? Der Okay, macht weiter, ich kann. Ich hab dich schon verloren, wir unterhalten uns untereinander. Voll krass, was er dich Homo-Nachbar nennt, Alter. Das ist schon hart. Hüseyin, der Homo-Nachbar, Alter. Vor allem Abkürzung, haha. Homo-Hüseyin, Alter. Krass, in allerlei Hinsicht ist das, Alter, schon haha. Homo-Hüseyin, Alter. Du hast einen Lebensmittelnamen verdient, Alter. Hab ich was verpasst, Alter? Ne? Hat Nico euch nicht gefickt, Alter. Richtig. Wieso bringt dein Freund her, um ihn richtig zu ficken? Guck mal, mach wie ich. Ich kenne hier keinen und nimm die auseinander. Aber was ist los? Wo kennt ihr beide euch? Langjährige Freunde. Von? Langjährige Freunde? Ja. Aber woher? Schule. Schule. Er weiß selber nicht mehr. Aber was machst du jetzt? Ich bin Sportler und ja. Du bist Sportler einfach. Genau. Arbeitslos? Ich bin Sportler. Was für Sport machst du? Ich mach Fußball. Ach, du brauchst die Bälle. Also, wir machen Tore und Bälle. Ich zieh diese Linien auf dem Spielfeld. Das müssen wir nein. Nein, aber spielst du bei einer Mannschaft? Wie heißt der Mannschaft? Bayreuth. Bayreuth? Welche Liga sind die? Dritte Liga. Verdient man da schon Geld? Ist okay. Ist okay? Ich sag doch, arbeitslos. Welche Position spielst du? Zentrales Mittelfeld. Darfst du spielen auch oft? Ja. Ja. Stimmt das? Irgendwie, Alter, da war, wo war dieser langweilige Job von vorhin, Alter, so. Achso, der dachte, nee, der war ja geil, der dachte, Fußball, okay, hast du, also seid ihr beide aus Bayreuth? Nee, aus Berlin. Achso, du spielst aber für Bayreuth? Ja. Und bis jetzt noch überhaupt, habt ihr kein Spiel dieses Wochenende? Hatten, ja. Hatten. Ja, er ist gesperrt, genau. Ja, Fußball, ja. Spielst du oft? Ja, ja, ich spiel auch. Das war mein letztes Spiel heute. In Bayreuth, ja. Ich war nicht dabei. Er will ihn retten, er ist gesperrt. Haha, Alter. Homo ist in der Grün. Wie geil ist das denn? Was machst du? Herr Schöpfer? Was ich was kaufen mache. Ach du Scheiße, Alter. Gibt es noch Ausländer, die das machen? Es gab eine Zeit, da war voll krass. Das war so eine Zeit, war ganz gut, ich weiß gar nicht, wann das war. Auf einmal alle meine Ausländerfreunde hast du auf einmal aus nichts im Anzug von C&A gesehen. So, komplett Anzug. Davor alle Jogginghose und so. Und dann waren sie so, brauchst du eine Versicherung, so, aber hier noch Ketchup-Fleck, so von der Karriere. Ja, du brauchst Versicherung und so, das ist Buchstaben, Alter. Für welche Firma bist du? Für die HDI? HDI? Was ist das? Ist das so ein Anschluss fürs Fernsehen? Was ist das? Wer kennt HDI? Mal bloß. Wer ist bei HDI versichert? Mal bloß. Okay, er hat einen gefunden in der Vorstadt. magst du die Versicherung? Hast du Probleme? Bisher nicht? Er sorgt dafür. Applaus für diesen komischen Homo. Ich hab ihn nicht so genannt. Wir wollen politisch korrekt sein, Mann. Sehr gut. Jetzt noch mit dem Kiffer will ich reden und dann machen wir. Let's call it a day. Bist du Kiffer? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Nein, aber bist du einfach als Kind so in so einen Topf gefallen mit Hasch oder so? Nee, weil machst du diesen Eindruck? Bist du einfach ein sehr relaxter Mensch? Sehr relaxed heute. Kann doch. Ja, bedeutet einfach, was ich sage. Bist du ein sehr relaxter Mensch? Ich bin ein sehr relaxter Mensch. Bist du Kiffer? Nein. Nein, warum bist du so relaxed? Was machst du? Tänzer nebenbei. Tänzer? Ja.
War auch homosexuell, lacht er. Lacht den Tänzer aus. Ist doch nicht so schlimm, aber wie nebenbei. Ich mach das. Bist du so Antänzer auf so Korpusatoren? Landtänzer und als Portemonnaie klauen oder was? So ein Tänzer oder was? Nein, albanischer Volkstanz. Bayerischer Volkstanz? Albanischer Volkstanz. Albanischer Volkstanz. Ey, Applaus, ich weiß nicht, was das ist, aber. Seid ihr bei dem Tanz bewaffnet? Ist es so ein ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Albaner tanzen. Also, das ist ja krass. Ich bin so, wie geht dieser Tanz ungefähr? Willst du kurz? Nein. Nein, auf jeden Fall. Hat's auch heute eigentlich Tanz, aber heute, du hast auch Sperre. Ja, Sperre vom Tanzen. Also so Folklore, so, das ist wie so... Ja, genau. Das, was man gleich nach 2 Minuten mittanzen kann? Wow, krass. Aber das, machst du das beruflich? Nebenbei, was ist das andere nebenbei? Das andere nebenbei ist studieren. Was studierst du? Jura. Hey, Plot Twist, Mann, Alter. Ein schlauer Albaner. Der hat euch alle selber erwischt, wie ihr so in Schubladen gedacht habt. Tänzer, Antänzer, Albaner. Jura? Habt ihr gehört? Oh, wow. Sehr, welches Semester? Neuntes. Kurz vor Schluss oder ist wie erstes Semester immer noch? Oktoberabschluss? Ja. Nochmal Applaus, Mann, was los? Hitler, er war wie er, so die Steigerung. Kiffer, Tänzer, Jura, Alter. Was das denn, Mann? Sozialer Aufstieg, Mann, Alter. Wen hast du mitgebracht, albanischer Tänzer? Ich bin mit meinem Bruder und Thyssen dabei. Wieso nennst du ihn nicht beim Namen? Wer ist dein Bruder, Erda? Errol ist dein Bruder. Ach so, ach krass, Mann, geile Truppe. Aber ihr seid zu dritt da? Ja. Ach so, du gehst noch zu denen, ne? Also, da sind noch ein paar andere. Da sind noch ein paar andere, aber scheiß auf die, wa? Scheiß auf die. Wo sind denn seine Freunde? Mach mal Applaus. Ja, einer da. Wir wollten nichts mit Homo sehen und Tanz Albaner jetzt drin, Mann. Wie geil seid ihr, Mann. Geil, Mann. Nico, ist der nächste Comedian schon da? Jo, okay. Geil, Applaus für euch selber, Mann. Ihr seid einfach Bombe. Sehr gut, Alter.